Hallo! Ich nutze die Zeit und drehe jetzt auch noch schnell das zweite Video. Und zwar ist das jetzt ein bisschen ungünstig hier, aber ich hoffe, es klappt. Mein aufgebrauchter Haushalt. Ja. Es wird mal wieder Zeit. Das letzte ist ja schon eine ganze Weile her. Es ist auch einiges zusammengekommen, aber ich will es endlich wegschmeißen. Und wir fangen jetzt direkt an mit dem Waschmittel. Und zwar Weißer Riese Color Gel Bergwiesen Frische. Ich hatte, glaube ich, erzählt, dass ich eine neue Waschmaschine habe und der Mann mich da sehr oder uns sehr gut beraten hat. Und das benutze ich ausschließlich für Wäsche unter 60 Grad. Über 60 Grad benutze ich Pulver. Und das riecht einfach nur total lecker. Ich habe doch dieses Krokos-Spüli von Priel. Ja, so ungefähr riecht das. Sehr, sehr lecker. Und ich kann mich nicht darüber beschweren. Und habe auch, glaube ich, bestimmt noch... Also das Neue, ich habe es schon nachgekauft. So viel steht fest. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt schon die dritte Flasche ist, aber tolles Zeug. Dann, genau, oder? Ach ja, das hat Mama mir geschenkt. Und zwar WC Frischkraft aktiv, frische Pinie. Diese, sind das vier Kugeln? Ja, ich glaube vier Kugeln. Das hat Mama mir geschenkt. Frische Pinie hätte ich jetzt nicht gekauft, weil ich den Duft jetzt nicht so toll finde. Aber bei denen, also bei meinen Eltern ist es passiert, dass wohl von diesem Inhalt, diesem Gel, diesem Plups-Dingern da, das irgendwie auf den Plastik-Klodeckel hochgespritzt ist beim Spülen und dadurch die Farbe sich in das Plastik gefressen hat, des Klodeckels, und sie jetzt die Klodeckel entsorgt haben, weil das nicht mehr weggeht. Was erklärt, was mein blauer Streifen auf dem Klodeckel ist. Also kann ich euch nicht zwingend empfehlen. Dann habe ich aufgebraucht die Meisterpropper Klosteine von, ist das Ambipur? Sind, ich glaube, das sind jetzt die Grünen. Die Grünen sind toll, aber es gibt die Rosanen wieder. Das Leben hat wieder einen Sinn. Dann Crushed Eiswürfel. Aufgebraucht Videos für Haushalt, ne? Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Das sind Tüten und die Tüten füllt man mit Wasser und dann hat man nachher, die tut man dann in den Frost und dann kommen da Eiswürfel raus. Die gibt es in groß und eben auch in klein, also Crushed Eis für zum Beispiel Caipirinha. Und ich finde die super, die funktionieren richtig gut. Ja. Solltet ihr euch jemals gefragt haben, wofür man das braucht, man braucht es. Man braucht es. Dann habe ich die Meisterpropper. Was sind das denn? Steht gar nicht hier drauf. Gekauft habe ich sie aus Sinn und Verstand. Feuchte Reinigungstücher, Bobett. Verzeihung. Genau, feuchte Reinigungstücher mit Zitronenduft. Ich finde die super. Ich liebe feuchte Reinigungstücher, weil man sie immer mal wieder gebrauchen kann. So vor allen Dingen für die Flächen im Badezimmer, die dann zwischendurch mal einen extra Wisch brauchen. Ob das jetzt nach dem Baden ist und da ist noch so ein Ölfilm, da gibt es natürlich auch Sprühmittel gegen, aber wenn es mal schnell gehen soll oder man vielleicht die Toilette mal eben so ein bisschen vorreinigen möchte oder wie auch immer, ich finde die klasse. Muss ich unbedingt neu kaufen. Dann haben wir mal wieder aufgebraucht Farb- und Schmutzfangtücher für die Waschmaschine. Die sind jetzt von Müller. Ich kann da jetzt keinen Qualitätsunterschied ausmachen, ob du jetzt die Marke oder die Müller oder die DM oder Rossmann-Dinger kaufst. Sie sind günstig und sie funktionieren. Das ist die Hauptsache. Dann habe ich auf Gebrauch einmal Handschuhlatex. Frei, Hausmittelhandschuh, so dünne, latexfreie. Ja, wie nennt man die Dinger denn? Einmal Handschuhe. Ja, die meine ich auf jeden Fall. Kannst du für alles Mögliche benutzen, zum Beispiel auch, wenn du einen Selbstbräuner benutzt oder eine selbstbräunende Creme wie die von Darf zum Beispiel, damit deine Finger nicht so braun werden, wenn du dir nicht schnell genug die Hände wäschst nach dem Eincremen für sowas, oder auch wenn du vielleicht das gar nicht magst, wenn das Öl an deine Hände kommt, ist ja auch scheißegal, wofür es benutzt. Einmal Handschuhe, sehr gute Sache. Dann mein liebstes Vizient, denn es riecht nach Minze. Und es riecht wirklich so, als hätte deine Toilette ein paar Wrigleys extra gegessen. Ja, ich finde das toll. Und das habe ich jetzt bestimmt auch schon 10.000 Mal gekauft, gefühlt. Minze. Ich möchte, dass alle Dinge nach Pfefferminze riechen.
Dann, den habe ich euch schon mal empfohlen, den Aktivschaum von Biff. Da gibt es, glaube ich, auch noch einen von, wie heißt das denn? Cillit Bang, glaube ich. Aber der ist günstiger und ich komme damit super klar. Das hilft an manchen, also ich meine, nichts gegen nochmal richtig schrubben und mit diesem Putzstein, den die Sandra auch empfohlen hat. Alles super, alles gut. Aber das geht einfach zwischendurch ganz schnell. Kann man auch, finde ich, für die Toilette benutzen. Dann kann man das so ein bisschen unter den Rand sprühen, wo es schon mal schwierig wird. Das WC-Enden-Ding kombinieren. Ich weiß, man soll Reinigungsmittel nicht miteinander kombinieren, weil sonst was explodieren kann. Ist bis jetzt auch nicht passiert. Aber Aktivschaum finde ich gut. Der hält auch, der rutscht nicht sofort runter. Ja. Da. Bist du still? Dann haben wir den Essig-Essenz-Gedöns von Surik. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Essig-Essenz kann man zum Kochen benutzen. Ich mache das unter anderem schon mal mit einem Schuss in den Gurkensalat. Das ist ein Aussie-Gurkensalat. Ja, und man kann damit natürlich auch putzen. Man kann Gerüche neutralisieren. Man kann seinen Wasserkocher damit entkalken. Super Sache. Und ja, man kann, also hier steht, nicht unverdünnt genießen. Wenn ich sage, ich mache das an meinen Gurkensalat, dann kommt da ein Spritzer dran. Ne? Dann ist er ja nicht unverdünnt, sondern mit dem Wasser, der Gurke und so. Ja, genau. Und den kann man einfach gut für alles Mögliche im Haushalt benutzen. Du kriegst die Sachen, du kriegst Kalksachen weg. Und der greift aber auch die, die Oberfläche nicht an. So, ja. Was noch? Zum Entkalken hatte ich schon gesagt. Genau. Ja, dann haben wir noch weitere feuchte Tücher von DM, die sehr, sehr gut riechen. Hier sind noch welche drin. Leider hat das nicht richtig geschlossen und die sind vertrocknet. Das ist mir irgendwie, ja, die habe ich irgendwo liegen gelassen. Ich dummes Ding. Und die muss ich jetzt leider entsorgen. Aber ich finde auf jeden Fall, dass die sehr gut riechen und dass sie wirklich tolle zwischendurch Allzwecktücher sind. Echt super Sache. Dann haben wir ein Fleckenspray von Dr. Beckmann und zwar mit natürlichem Gallseifenextrakt. Mein Tipp mit dem Spüli auf Fettflecken und alle anderen Flecken auf T-Shirts und Co. habe ich euch schon genannt. Das kann euch auch dabei helfen, solche Flecken rauszubekommen. Und hier steht auch drauf, dass das nicht die Farben angreift und auch nicht ausbleicht. Ja. Muss man aber trotzdem vorher nochmal versuchen, auf einer unauffälligen Stelle. Also jetzt können wir mal darüber reden, was eine unauffällige Stelle an Klamotten ist. Das gibt's nicht. Wenn die Scheiße irgendwo einen Flecken gemacht hat, dann gibt's keine unauffälligen Stellen. Erklärt mir das bitte jemand. Naja, jedenfalls, ich komme mit dem ganz gut klar, aber nichts geht über meinen Spüli-Tipp. Dann große Liebe, der Frosch-Lavendel-Reiniger. Riecht unfassbar gut nach Lavendel, macht sauber und ich kaufe ihn immer wieder nach und ich sprühe ihn auch überall hin. Haben wir noch einen? Jetzt mal eben gucken. Noch eine WC-Ente. Ich sagte doch, ich habe es mehrfach gekauft. Noch ein Waschmittel. Ja, da gibt es auch einen Grapefruit von. Der ist als Fettlöser bezeichnet worden und ich löse mit Fettlöser zum Beispiel auch Duschen. Also ich reinige mit dem Fettlöser meine Dusche, weil wir haben ja alle Hautfett und beim Duschen kann es schon sein, dass dieses Hautfett eben abgespült wird und sich absetzt. Und wenn du dann einfach Fettlöser drauf machst, also ob das jetzt von Frosch ist, ist ja scheißegal von was, aber er riecht einfach gut. Und dann danach die Sachen abputzt, geht es auf jeden Fall eindeutig leichter als mit den klassischen, finde ich zumindest, Reinigungsprodukten fürs Badezimmer, weil die häufig eben keine Fettlöser enthalten. Ja, ich mag den Lavendelreiniger von Frosch sehr, sehr gerne. Kaufe ich auch schon seit Jahren. Meine Liebe zu Salos-Bonbons dürftet ihr im letzten Taschenvideo gesehen haben. Und es ist im Haushalts aufgebraucht, weil im Cosmetics aufgebraucht, dann macht es keinen Sinn, ne? Salos-Bonbons. Ja, wir haben hier noch eine Runde Tücher. Wie gesagt, auch die sind leider eingetrocknet. Ich muss mal schauen, ob ich die jetzt nochmal ein bisschen feucht mache und dann zum Putzen. Dafür reicht es ja auf jeden Fall noch. Aber wie gesagt, der Duft ist super. Ich glaube, es war ein Zweierpack, aber ich habe die irgendwo liegen gelassen und sind sie eingetrocknet. Nochmal Salos-Bonbons. Diesmal sie extra cool, minzig, frisch. Kurz gesagt, sie schmecken leider scheiße.
Ich hatte mir etwas anderes darunter vorgestellt. Dieses schmeckt nach Salos, aber dieses Minze ist einfach nicht lecker. Ansonsten wäre die Kombination nicht schlecht, aber das ist irgendwie keine gute Kombination. Dann haben wir den kleinen Frischehelfer von Airwick. Und zwar ist das so ein blauer, den man aufschrauben kann. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Den kann man halt an verschiedene Stellen packen. Wir haben den am Mülleimer, also da in dem Ding unter der Spüle, wo der Mülleimer steht. Und der riecht echt ganz gut. Und das hilft so ein bisschen, Zitrus steht hier drauf, dass das nicht so doll nach Mülleimer nach Mülleimer riecht. Dann habe ich aufgebraucht das Biff Total. Ne, Biff Bad Total, hygienische Sauberkeit. Ja, ich glaube, das roch aber scheiße. Oder weißt du das nicht? Oh, ich das jetzt schon ein bisschen her. Und das lässt sich nicht aufschrauben, deswegen kann ich euch das gerade nicht mehr sagen. Ja, vielleicht war es auch nicht das. Es gab auf jeden Fall eins, was richtig schrecklich gerochen hat. Und ja, ich glaube, jetzt so spontan würde ich es nicht zwingend nachkaufen. Ist aber immer nur so eine Momentaufnahme. Das ist jetzt so lange her, das hätte ich mir aufschreiben müssen. Ja, es wird seinen Dienst getan haben. Ich habe es aufgebraucht. Und ich glaube, wenn ich jetzt vor dem Regal stehen würde, würde ich es nicht zwingend nochmal kaufen. Dann ein, bist du still, von Froschfein und Woll Waschbalsam. Ja, ich mag die Waschmittel von Frosch sehr gerne. Nur für das Bunte bin ich jetzt eben auf den Meister Propper umgestiegen, weil ich fand, dass das gut gerochen hat. Und ja, den Fallenwaschmittel-Gedönskack muss ich nochmal nachkaufen, habe ich nämlich nichts mehr von. Dann, jeder, der mir schon mehr als ein aufgebraucht Video folgt, weiß, dass ich keinen Weichspüler benutze und dafür aber Waschmittelparfum. Und zwar ist das hier von Scala, von Sala Softexa 1 Liter Waschmittelparfum. Ich finde, dass es fantastisch riecht. Es riecht sehr, 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 sehr lecker. Bin damals über meine Mama auf den Geschmack dieses Gedöns gekommen und es riecht einfach toll. Ich glaube, das kann man bei eBay bestellen. Ich packe euch den Link unten in die Infobox. Man braucht nur ein paar Tropfen, das hält ewig. Blöd ist für euch natürlich, dass ihr es nicht riechen könnt, aber die Joey hat sich zum Beispiel gekauft und findet es toll. Hier, dann die Ambipur Dingsbums Kloreiniger. Nee, was ist das? Ein Duftsteiner, wie auch immer. In rosa. Jetzt. Endlich wieder rosane Meister Propper Duftdinger. Dann gibt es die auch in Lavendel. Fand ich jetzt auch nicht so schlecht, aber die rosanen sind einfach die besten. Und wir haben noch einmal Farb- und Schmutzfänger. Ich sagte ja, es ist egal, ob DM, Rossmann oder Müller. Vielleicht gibt es die auch in den Läden wie Aldi, Lidl, Penny und Co. Wahrscheinlich, bin ich mir ziemlich sicher. Sie helfen und das ist die Hauptsache. Was da drauf steht, ist egal. So, dann haben wir hier mit, das ist nochmal. Ich habe eine große Liebe zu Meister Propper Ambipur. Kloreinigern, die keine sind, sondern Duftscheine. Dann haben wir von Swirl, das könnt ihr jetzt nicht erkennen, aber da sind so kleine Patronen drin. Die sind gedacht für die Staubsaugertüten heißt das. Da tut man eins rein, das gibt es in Zitrone und aber auch in, hier, die sind jetzt von Rossmann. So ein Blumenduft. Ich glaube, das war lavendelig, auch wenn hier kein Lavendel drauf ist. Und die mag ich sehr gerne, weil Staubsaugen, puh, also, hui. Also damit verströmt ihr auf jeden Fall einen besonders guten Duft, wenn ihr staubsaugt. Was haben wir denn noch? Was ist denn das? Ja. Dann haben wir noch eine Sache, die habe ich euch auch schon mal erzählt, muss ich dringend nachkaufen. Da steht Gebissreinigungstabs drauf. Da stellt ihr sich, bitte was? Woody? Hast du sie noch alle? Ich trage noch keine dritten Zähne und ich hoffe auch, dass es sehr lange nicht dazu kommen wird. Aber ich habe Gebissreinigungstabs und zwar wofür? Ich schmeiße die in die Toilette. Natürlich nicht mit Verpackung, sondern ohne. So ein, zwei, drei, je nachdem, was ihr auch für ein Wasser habt und wie stark sich das vielleicht absetzt, könnt ihr vorsichtig, Corriga-Tabs, ne? Also die sind jetzt billig, in die Toilette machen. So in das Wasser. Die bleiben unten in diesem
sich abstehenden Wasser drin und reinigen von innen einfach so ein bisschen das Toilettengedöns. Ja, so als Tipp. Und sie riechen halt relativ frisch. Jetzt nicht besonders in der Chlor sowieso nicht, weil Zähne würden davon ja kaputt gehen. Aber ich weiß gar nicht, was da drin ist, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall durch diese sprudelnde Wirkung und die Sachen, die dann eben ja auch die Zähne sauber machen sollen, geht dann eben auch der Schmutz im Glöschen sauber und weg. Ja. So, das dazu. Ihr habt jetzt also mein aufgebraucht Video zum Thema Haushaltsprodukte gesehen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und wenn ihr irgendwelche Tipps habt, die ich mal ausprobieren soll oder die ihr nutzt oder von denen ihr gerne wissen wollt, ob sie tatsächlich funktionieren oder sonstige Fragen, jetzt rede ich mich schon wieder um Kopf und Kragen, schreibt mir doch, sagt mir Bescheid, schreibt mir einen Kommentar und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis dann, ciao!